Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Secret of Mana. Warum wir uns jetzt im Lademenü befinden, ist ganz einfach. Ich weiß, wenn ich jetzt lade, dass ich instant von irgendwelchen Leuten attackiert werde. Oder könnte ich den Part nicht anfangen? Ja, genau das meine ich. Genau euch, Säcke, meine ich. Ihr dreckigen kleinen. Oh. Okay, und Selina ist tot. Das, so wollte ich den Part jetzt eigentlich nicht starten. Aber gut. So, heilen uns mal wieder alle. So! Denn ich möchte gucken, dass ich heute endlich mal dahin komme, wo ich auch hin muss. Denn ich weiß nur nicht, wo ich hin muss. Und zwar muss ich nämlich da hoch. Ich weiß aber zum Verrecken nicht, wie man das schafft. Ich weiß, dass ich da hoch muss. Ich weiß aber nicht mehr wie. Das Problem ist, kann ich irgendwie den See einfrieren lassen? Nee, geht nicht. Was ist denn, wenn ich jetzt hier rausgehe? Und da wieder reingehe? Ist da irgendwie eine andere Jahreszeit? Nee, da ist immer dieselbe Jahreszeit, ne? Gut. Oh, wie habe ich den Trigger nochmal ausgelöst? Musste ich einmal durch alle Jahreszeiten durch, aber das hätte ich ja quasi theoretisch schon gemacht. Das verwirrt mich. Das ist super weird. Boah, wie hat man das denn nochmal gemacht? Hier rechts war auf jeden Fall falsch. Nirgendwo nach unten. Selina ist wieder tot. Ach, hier war der Kanon, ja. Es ist mir jetzt gerade egal, dass Selina tot ist, weil ich rush ja gerade sowieso nur durch. Bin aber auch vollkommen überfordert, muss ich ja ganz ehrlich sein. Ja, ich bin doch schon verwirrt. Ich kann hier nach unten, was bringt mir das, hier nach unten zu gehen? Gar nichts. Es bringt mir halt wirklich gar nichts. Okay. Was ist denn, wenn ich andersrum gehe? Wenn ich hier starte und gehe einmal so rum. Ändert das irgendwas? Ich meine, das war irgendein Rätsel, dass man die Jahreszeiten irgendwie austricksen musste. Ich weiß auch nicht mehr wie. Das hier ist Herbst. So. Das hier ist Sommer.
kann hier aber auch hier nach oben. Oh Gott, hier muss ich... Oh Gott, hier muss ich hin! Oh Gott, ich hab's gefunden! Oh Gott, ich muss jetzt aber erstmal alle wiederbeleben. Oh Gott. Oh Gott. Eieieiei. Okay, einer schon mal down, einer schon mal down. Okay, der sieht auch so. Jawohl. Da ist der letzte. Come on. Ja, nice. Und damit habe ich alle tot. Okay, ich dachte, das endet jetzt in der Cutscene, aber tut es gerade nicht. Now the Mughals can come back to the village. Ah, okay. Ich muss gerade kurz den Ton anmachen, ich habe vergessen, den Ton anzumachen. Oh, die Mughals haben hier zu Hause wieder. Oh. Kupikupopo! Aha. Frühling bis Winter. Okay, man muss also einmal durchlaufen und dann erscheint das Dorf. Ja. Guppi! Ja, ich weiß, Sarah. Ja. Afi! Ja, ist wirklich ein herrliches Wetter. Achso, speichern wollte ich zwar jetzt nicht, aber können wir trotzdem gerne machen. Ich wollte eigentlich einkaufen, weil ich habe gerade sehr viele Items verbraten. Vor allem die hier. Okay. Kann man auch mal mitnehmen, oder? Naja, man jautzt sich mal wieder hier. Handschuhe! Nice. Vielen Dank. Und die Axt. Göttlich. Moin. Einmal die Handschuhe, einmal die Axt. Nice. So, da jetzt die ganzen Kupis wieder in ihren Dörfern sind. Kupikupo! Ist jetzt die Frage, was machen wir jetzt? So. Ich muss die Gegner hier mitnehmen und das soll einfach vorbeilaufen. Ich weiß es gerade nicht. Meine Gegner mitzunehmen ist ja... eigentlich keine Nachteile. Außer, dass ich vielleicht verrecke. Alter, könnt ihr jetzt mal aufhören? Alter, ich krieg gerade so hart aufs Maul. Gott, Leute! Ja, Selina, heil mal bitte uns alle. Okay. Waffenstufe von Sarah gestiegen. Nice.